Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Die Baldur's Natur Gate könnte 2. selbst hier Einzug finden, wenn der Ort gereinigt und das ich warte auf euren Befehl. Klappe ja hier ab. Also wie gesagt, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2, Throne of Baal. Ja, meine ständig labernde Party. Ja. Die sich über irgendwas beschweren Keine muss. Große Herausforderung. Gut, wir sind in der letzten Aufnahmesession, also am Ende. In die wachende Festung eingedrungen. Was super toll ist. Weil die wachende Festung die größte Herausforderung in Baldur's Gate 2 ist. So wie damals Dulags Turm im ersten Teil. Folgt nur. Okay, okay. Verstanden. Und ja. Wir sind schon mal auf einen Geist gestoßen, dem kalt ist. Und da stoßen wir auf einen Steingolem, dem wahrscheinlich nicht so kalt sein wird. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Der ist dafür relativ tot jetzt. Da ist schon mal Symbol Helms. Auf geht's, geht klar. Und das sind Mephiten. Ja, was immer ihr wünscht. Das ist ja schon mal sehr toll. Einen richtigen Kampf, wenn ihr es wollt. Oh, das wird sicher Spaß machen. Feuer, Mephit. Ja. Ist was los? Gut, das war jetzt noch nicht sonderlich bedrohlich. Okay, okay. Aber ich denke nicht, dass es von hier aus einfacher werden wird. Ich warte, natürlich. Ich denke eher, dass es schwieriger werden wird. Zeit aufzubrechen? Kein Problem. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Ein zerfleddertes Pergament, also erstmal ein paar Wurfpfeile, die weg können. Und ein zerfleddertes Pergament. Dieses Fragment einer uralten und ziemlich mitgenommenen Schriftrolle ist mit wunderschön verzierten Buchstaben überzogen. Ihr entziffert das Meisterwerk der Kalligraphie wie folgt. Unmöglich die Glocke ein zweites Mal läuten, um dem Heiligtum zu ehren. So wie sein Name für immer über das Land hallen wird. Möge die Ritualkerze erleuchtet werden, um den Heiligen zu ehren. So wie sein Name auf ewig ein Leuchtfeuer für seinen Glauben sein wird. Ah, das ist wohl Teil eines Ritualsequenz. Also ja, wie gesagt, die wachende Festung habe ich mir damals ganz kurz angesehen. Als ich das letzte Mal Baldur's Gate 2 gespielt habe, das war noch im Hauptspiel. Fürs Let's Play war ich so klug, sie aufs Addon zu verschieben. Denn sie ist eigentlich doch recht schwierig. Jedenfalls kam sie mir damals recht schwierig vor. Deswegen erinnere ich mich auch nicht an alles. Gut, also das scheint Teil einer Sequenz zu sein. Deswegen sollten wir uns das auf jeden Fall aufheben. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen. Ein ultraschweres Handbuch. Leitfaden der Golem-Konstruktion. In diesem theoretischen Leitfaden findet man Anweisungen darüber, wie man Golems herstellt und kontrollieren kann. Außerdem wird erklärt, wie man einen Fleischgolem herbeizaubert, der dem Erschaffer für kurze Zeit bedingungslos dient und dann wieder verschwindet. Um den Inhalt des Buches zu verstehen, muss man mindestens über Intelligenz 16 verfügen. Er kann nur von Magiern und Baden verwendet werden. Das Problem ist, was in solchen Slots liegt, nimmt auch sehr viel Gewicht weg. So wie das Buch der zahllosen Zauber. Okay, also hier lang. Und eine handgeschriebene Notiz. Okay.
Okay. Was steht hier drin? Diese Kurznotizen sind mit einer wilden, kreisförmigen Schrift geschrieben, die sich kreuz und quer über das Papier zieht. Die Worte scheinen ein ziemlich unverständliches Gestammel darzustellen. Kurz, mittleres Quadrat macht große Muskeln, Lumm. Okay. Ja. Klingt makaber. Wenn es das ist, was ihr wollt. Los, spuck es aus. Verstanden. Es ist zu dunkel, um die Statue vor euch genauer zu erkennen. Wenn ihr sie ansieht, habt ihr jedoch das Gefühl, dass ihr ebenfalls gemustert werdet. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Auf geht's. Schön. Auf einer Tafel an der Wand befindet sich folgende Inschrift. In Erinnerung an Giltar, den getreuen Archivar. Er kümmerte sich um das Feuer, achtete stets auf die Bücher und brachte mir manchmal sogar meine Hausschuhe. Möge sein Geist ewig leben. Oh, das wird vielleicht der Typ sein, dem wir da unten begegnet sind. Hier drin. Also ja, fallen. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. So, sie ist jetzt so überladen, dass sie gar nichts mehr tragen kann. Ein Kettenhemd plus 2 ist sehr wertlos. Kugeln. Oh, das ist ein blutroter Wurfpfeil. Der Wurfpfeil taucht nach dem Wurf wieder in der Hand des Schützen auf. Ist ein ETW-3-Pfeil und kann nicht von Klerikern verwendet werden. Wäre eigentlich für Yahira nicht schlecht. Wobei ich gar nicht weiß, wozu das zählt. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Eine immer volle Bolzenschachtel ist auch eine nette Sache, wenn wir Bolzen bräuchten. Die könnten wir nämlich genauso wie den immer vollen Köcher verbessern. Ist fast einverstanden. Und das hier wird die Glocke sein. Diese Glocke ist verrostet und stumpf. Sie gibt jedoch noch immer ein lautes Geräusch von sich, wenn man sie läutet. Ja, was klar ist, ist eine Glocke. Sofern diese nicht durchgerostet ist, dass sie auseinanderfällt, sollte eine Glocke immer noch funktionieren. Jetzt gucken wir aber mal, was für Schriftstücke wir hier noch haben. Dieses Schriftstück ist offensichtlich wesentlich jüngeren Datums als die anderen Bücher in der Bibliothek des Tempels. Die Geschichte des Eingekerkerten, auch der nur ruhig dasteht und Wache hält, dient. Das ist die Lektion des großen Wächters Helm mit dem wachsamen Auge. Lasst die Ereignisse, die sich in diesem vergessenen Tempel zugetragen haben, als Beispiel für all jene dienen, die dem Wachsamen dienen. Unter dieser geheiligten Erde ist der Avatar des Wächters großen Bösen entgegengetreten,
einem Prinz der niederen Ebenen. Durch seine unerschütterliche Beharrlichkeit gelang es Helm, dem Wächter der Götter, seine geheiligte Pflicht zu erfüllen und die Kreatur hier auf hier in den Tiefen des Tempels zu binden, auf dass sie nie mehr auf dieser Welt wandeln möge. Sprech nicht den Namen des Untiers aus, ihr Ritter des Wachsamen, aber bewacht diesen Ort, schützt die Siegel, die den Eingekerkerten hier festhalten und bleibt stets wachsam. Verratet niemals eure Aufgabe und das Vertrauen, das man in euch setzt. Dies ist der Wille Helms. Ja, okay. Ey, Minster, das Reich der Lebenden. Das klingt nach einer ganzen, nach einem ganz normalen Buch. Oder? Das Leben in den Reichen. Anhang Ila. Dieses abgewetzte Buch wurde von den berühmten Gelehrten im Minster geschrieben. Es gehört offenbar zu einem wesentlich umfangreicheren Werk, in dem die ganzen seltsamen Kreaturen, auf die man im Ferun treffen kann, detailliert beschrieben sind. Todesblob. Der Todesblob ist mit dem Schleim und Schimmel verwandt. Er verhält sich wie ein normaler Blob, außer wenn man ihm Feuer oder Elektrizität aussetzt. In diesem Fall teilt er sich in weitere Blobs und kann so recht rasch zu einer tödlichen Gefahr werden. Also den darf man nicht mit Feuer oder Elektro begegnen. Der Feuertroll, den kennen wir ja. Teilungsschleim. Der teilt sich. Der Magiegolem. Ach, das ist genau das Buch, das wir auch schon hier irgendwo drin haben. Ja, Tatsache. Zeit aufzubrechen? Keine große Herausforderung. Also packen wir das Buch mal ganz höflich zurück, weil wir brauchen es nicht, wir haben es schon. Nun gut. Okay, dann in die nächste Abteilung. Wow, erschreckt mich doch nicht so. So, jetzt habe ich Minsk wieder entfluchen. Ja, was möchtet ihr? Oh, und ich bin wohl im Zentralraum gelandet. Hm? Die Gravuren auf dem Podest zeigen einen Mann in Priesterrobe, der vor einem Altar betet, auf dem ein Buch, eine Glocke und eine Kerze stehen. Mhm. Grünschleim. 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 Noch mehr grüner Schleim. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Mehr als wieder Teilungsschleim wäre das ein Problem gewesen. Ja, wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Frag erzählt mir mehr davon. Die Steine dieser alten Feuerstelle sind mit einem dicken Rußschicht bedeckt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie einstellig in Verwendung stand. Die hat es nicht beschädigt. Man könnte sicher wieder ein Feuer in ihn entfachen, wenn man die geeignete Zunderschachtel finden würde. Hier ist auf jeden Fall die besagte Kerze. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Die Sachen könnte ich bitte da rein tun. Ja, Aerie ist leider jetzt erschöpft durch die Genesung. Kugeln, die wir nicht brauchen. Bolzen und Pfeile.
Ja. Okay. Okay, verstanden. Um also den Hm, Ofen keine große anzumachen, brauchen wir erst Herausforderung. Feuerstein und Zunder. Los, Spucke. Schön. Ach, mal wieder ein Stab der Himmel, oder? Ja.